Im Herbst 1933 erschien im Amsterdamer Querido Verlag der Roman Die Geschwister Oppermann von Leon Feuchtwanger. Feuchtwanger beschrieb darin die ersten Monate der Nazi-Diktatur. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt auf Lese- und Vortragsreise in den USA. Er kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. Kurz vor der Veröffentlichung des Romans kam es zu einem Streit um den Titel. Ein Nazi-Funktionär mit Namen Oppermann drohte mit Konsequenzen gegenüber dem Bruder Feuchtwangers, der in Deutschland noch lebte, sollte der Name Oppermann im Titel stehen bleiben. Feuchtwanger ersetzte den Titel deshalb zunächst durch Die Geschwister Oppenheim. Der Autor betonte zudem bei verschiedenen Gelegenheiten, dass die erzählte Geschichte wie auch die vorkommenden Personen keine realen Entsprechungen hätten, wenngleich natürlich die Schilderung der Wahrheit entspräche. Diese Versicherung Feuchtwangers trifft nur in Teilen zu und sie führt uns nach Heilbronn, zur Adresse Mönchseestraße 26. In diesem Haus lebte zu Beginn der Nazizeit der SA-Standartenführer Fritz Klein. Er war seit 1931 Mitglied der NSDAP und seit 1932 Führer der Heilbronner SA-Standarte 122. Leon Feuchtwanger beschreibt in seinem Roman diesen Fritz Klein und nennt ihn beim Namen, als er auf das brutale Vorgehen der Nazis in diesen ersten Wochen eingeht. Er legt diese Worte einem württembergischen Juristen in den Mund, der Gustav Oppermann, eine der Hauptpersonen, im April 1933 in der Nähe von Bern besucht. Des Nachmittags dann saßen sie auf einer kleinen Rasenböschung am Seeufer in der Sonne und Dr. Bilfinger erzählte, er war im Schwäbischen gewesen, auf einem Gut, das er einmal erben soll, in der Nähe von Künzlingen, bei seinem Onkel, dem Senatspräsidenten von Dafner. Am 25. März nun war er nach dem Orte Künzlingen gefahren, um Geld von der Bank zu beheben. Er hatte mit angesehen, wie völkische Truppen unter der Führung des Standartenführers Klein aus Heilbronn den Ort besetzten. Die Synagoge umstellten, den Gottesdienst, es war ein Samstag, unterbrachen. Sie trieben die Männer aus der Synagoge und schlossen die Frauen dort ein, ohne ihnen zu sagen, was weiter mit den Männern geschehen solle. Die Männer brachten sie aufs Rathaus und untersuchten sie auf Waffen. Wie immer, es wurde jeder Einzelne mit Stahlruten und Gummiknüppeln geschlagen, sodass die meisten, als sie das Rathaus verließen, erbärmlich ausschauten. Ein 70-Jähriger, ein gewisser Berg, starb am gleichen Tag. Am Herzschlag, erklärte man später. Der Bürgermeister riet den Juden, die zumeist sehr beliebt waren, sie möchten Künzlingen sogleich verlassen, er könne für ihre Sicherheit nicht einstehen. Aber nur wenige konnten seinem Rat befolgen, die meisten mussten das Bett hüten. Ihn, Bilfinger, habe das Geschehene aufgerührt und er sei begleitet von seinem Onkel, dem genannten Herrn von Dafner, in die Landeshauptstadt Stuttgart gefahren und dort bei dem stellvertretenden Polizeiminister vorstellig geworden. Der Minister, um Klarheit zu schaffen, schickte unter Führung der Polizeiräte Weizenecker und Geißler die Stuttgarter Mordkommission nach Künzlingen. Diese Kommission stellte fest, dass Bilfingers Bericht hinter der Wahrheit weit zurückblieb. Aber die Untersuchung hatte die einzige Folge, dass einer der Völkischen auf 4 Tage in Untersuchungshaft gehalten und der Standartenführer Klein aus Heilbronn strafweise zu einer anderen Standarte versetzt wurde. In der führenden Stuttgarter Zeitung lautete der Bericht über die Vorgänge folgendermaßen: In der Nähe von Mergentheim wurden eine Anzahl Einwohner auf Waffen untersucht. Bei der Durchsuchung sollen einige nicht gutzuheißende Misshandlungen vorgekommen sein, weshalb einer der Untersucher festgenommen wurde. Die Ereignisse in Künzlingen, hinter diesem erfundenen Ortsnamen hat Feuchtwanger den Ort Kreglingen an der Tauber zwischen Rothenburg und Mergentheim versteckt. Sie gelten als das erste Pogrom der Nazi-Herrschaft in Deutschland.
Fritz Klein wurde, wie in Feuchtwangers Roman, tatsächlich versetzt nach Oberschwaben. Nach dem Krieg war er vor dem Schwurgericht Ellwangen angeklagt und wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er nur eines absitzen musste. Feuchtwangers Roman gilt in der Literaturgeschichte als wenig gelungen. Kurt Tucholsky nannte ihn ganz schlecht, strohig aus Pappe. Dies mag jedoch dem Umstand geschuldet sein, dass er zunächst als Drehbuch für einen britischen Film gedacht war. Nachdem sich dieser Filmplan zerschlagen hatte, war es Feuchtwangers Ziel, dass der Roman noch 1933 erscheinen konnte. Er wurde ein Verkaufserfolg, übersetzt in mehrere Sprachen und kam in den USA auf die Bestsellerliste. Leon Feuchtwanger kehrte nicht nach Deutschland zurück, ließ sich zunächst in Südfrankreich nieder und floh 1940 in die USA. Er lebte bis zu seinem Tod 1958 in Kalifornien.